Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ja, die meisten kennen mich ja wahrscheinlich so, ja, oder einfach nur so. Wir wollen heute aber einmal hinter die Kulissen blicken. Wie sieht's denn aus? Was sehe ich, was ihr nicht seht? Ihr seht ja immer nur das, was hinter mir ist. Und ich habe mir gedacht, die letzte Roomtour oder letzte Update zu diesem kleinen Studio ist ja schon lange her und ja, ich würde sagen, wir aktualisieren das jetzt einfach mal. Ich schnapp mir mal die Kamera und dann geht's los. Ja, und das ist genau das, was ich in der Regel immer sehe, wenn ich am Streamen bin oder wenn ich Aufnahmen mache. Das ist quasi mein kleines Plätzchen. Ich bin mal aufgestanden. Hier ist mein schöner Stuhl, den kennt ihr ja. Der ist ab und zu mal im Video schon aufgetaucht. Und die Kamera, mit der ich normalerweise jetzt immer die Streams mache, die habe ich jetzt in der Hand. Die ist normalerweise hier auf diesem Ständer und ja, leuchtet mich sozusagen an oder lichtet mich ab. Ja, mein Mixer, der ist auch neu. Was heißt neu? Ist schon ein bisschen älter, also habe ich jetzt schon länger. Der andere war zu klein, der liegt jetzt irgendwo da oben. Ich habe mir halt quasi ein paar Regale mit eingezogen, wo jetzt der ganze Krempel drinne ist, wo Kabel, ja, Adapter, alles Mögliche, was sich so über die Jahre ansammelt, was man halt so versucht zu verstauen. Und ja, hier haben wir sozusagen mein Stream Deck, mein Keyboard. Ja, ich mache ein bisschen Musik, also nicht wirklich, aber so manchmal halt. meine Tastatur, ja, Lautsprecher, sehr, sehr helle Scheinwerfer, die mir die ganze Zeit immer ins Gesicht scheinen. Und ja, hier so ein kleines bisschen Studio-Equipment. Also das ist eine Steckerleiste, mit der ich hier meine elektrischen Sachen an- und ausschalten kann. Mein Mikrofonverstärker, mein Equalizer. Beides von DBX. Finde ich sehr gut. Hatte vorher was anderes von Behringer. Das war nicht so gut. Der ist zwar jetzt auch von Behringer. Der ist aber ein bisschen besser. Das ist halt quasi so ein... ja, damit kann man so Peaks einstellen und so weiter. Ja, und da oben ist halt auch so wieder so eine kleine Müllecke, würde ich jetzt mal sagen. Also das sind so auch wieder Aufbewahrungsboxen. Ich kann ja mal das Licht anmachen. Oh, ist das eklig. Ja, so verschiedene Sachen, hier Druckersachen, Objektive für Foto, für die Kameras, andere Kleinscheiß, da oben Sachen fürs Raspberry Pi, ein bisschen Elektronikkram, noch ein Monitor, ein alter Monitor, Glühlampen für Lampen und so weiter und so fort. Da ist halt einiges quasi. Also ich habe das, das war vorher noch nicht alles so. Das hatte ich ja, glaube ich, noch nicht gezeigt. Regal habe ich neu eingezogen. Gab es günstig beim Hornbach. Ich glaube 2 € das Stück. Und dann halt quasi für 99 Cent so eine Regalhalter. Und ich hatte mir dann hier, weil ich immer nicht wusste, wohin mit dem Equipment, habe ich hier so ein ganz professionell, wie man hier sieht, ganz professionell gezimmert, zusammengearbeitet. ich hatte mal vor, dass das hier von unten noch gekühlt wird. Da hatte ich dann hier eigentlich noch so eine Steckerleiste drin, also so eine Leiste drin, mit der ich an- und ausknipsen kann. Aber das hat irgendwie nie so wirklich funktioniert. Deswegen lasse ich es einfach. Ein paar USB-Sticks, ganz wichtig. Hier ist ein Laptop noch. Das ist ein uraltes Ding. Damit nutze ich meist immer, wenn ich jetzt Aufnahmen mache von Vintage Story, wo ich 2 Accounts brauche, mit denen ich auf einer Karte spiele, um halt so gewisse Sachen zu realisieren. Nutze ich den mit meinem zweiten Vintage Story Account. Ja, ich habe 2 Vintage Story Accounts. Ich habe mir das Spiel 2-mal gekauft, plus einmal das Supporter Badge. Tyrone muss man ja unterstützen. Mein Mikrofon, wo ich mal reinquatsche, kennt ihr ja, denke ich mir mal auch. Das sieht man auch jedes Mal im Stream. Und ja, ein bisschen Deko und alles. Hier ist noch mein 3D-Drucker, den kennt ihr ja sicherlich, den habt ihr ja schon mal gesehen. Das ist der neue, das ist ein Creality Ender 3 V2. Für den habe ich schon einiges nachgedruckt. Alles, was hier so weiß ist, habe ich nachgedruckt. Das sind hier so eine
zum Beispiel hier die Kamera Mount Füße, damit er etwas höher steht, weil hier unten ist der Lüfter nämlich. Und den habe ich ausgetauscht, weil der unglaublich laut ist. Also der von Werk ab, der ist bloß so ein 40er Lüfter. Und der hat so ein ganz krasses, lautes Schrillen. Und das habe ich ausgebaut, habe halt quasi einen großen Lüfter. Ich glaube, so einen hier. Nee, noch ein bisschen größer, 90er. 90er Lüfter sogar. Genau, 90er Lüfter eingebaut, um... Ja, damit ich ja in Ruhe aufnehmen kann und mich das Teil nicht die ganze Zeit nervt, wenn der mal druckt. Weil der druckt ja dann meist auch immer noch ein Stückchen länger als mal eine Minute oder so. Ja, ansonsten Mülleimer muss auch sein. Da sind jetzt Haufen Papiertücher drin. Jetzt denkt jeder, hab Papiertücher. Ah, nee. Nein, aber ich muss den Drucker, das Druckbett immer reinigen. Und ja... Da oben ist die Flasche dafür und damit ja, wische ich das mal ab. Das ist Alkohol, damit halt das Druckbett nicht so fettig ist, damit das auch haftet, was ich da drauf ja, drucken möchte. Hier habe ich noch ein paar Festplatten. Das sind 2x3 Terabyte. Das ist eine alte aus dem alten Rechner und noch eine aus dem NAS. Beide haben scheinbar irgendwie Probleme. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, woran es liegt, weil ich habe sie durchgetestet und ja, habe nichts gefunden. Ja, hier noch irgendwie so kleine SSDs aus irgendwelchen alten Laptops. Schnullipupulli halt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es hier nichts viel zu zeigen. Hier haben wir die... Oh, wir müssten vielleicht mal den Kalender wieder ändern in August. Weil wir haben ja schon den, ich glaube, den 19. Nee. Wir haben Mittwoch. Nee, warte mal. Wir haben 19. Der ist von... ich weiß gar nicht, von wann der Kalender ist. Der ist schon etwas älter. Aber ich habe den nicht weggehauen, weil den hat mir ein Kumpel geschenkt. Und ich finde die Motive ganz cool. Ja, hier noch ein paar solche coolen Figuren, die in irgendwelchen Lootboxen drin waren. Keine davon ist von mir. Das sind alle von Barefooted. Ich habe sie mir halt quasi einfach mit hier reingestellt. Hier ist noch Pennywise. Und ja, die hier finde ich ganz cool. Meine Kleine hatte nämlich so eine, wie nennen sich die? Bügelperlen, genau, so Bügelperlen-Dinger. Und da kann man echt coole Sachen damit machen, wenn man halt so nach Pixel-Grafik sucht im Internet. Und da findet man halt so einiges. Ja, die Kabellage nervt mich halt immer extrem. Also man sieht das hier, dass das halt ganz schön kacke ist. Und ich weiß immer nicht so richtig, wie ich die Kabel halt verlegen soll. Zumal man immer mal wieder ein Kabel rausfummeln muss. Und deswegen sieht das dann halt immer so hier aus. Ne? Alles ein bisschen kacke. Und hier unten auch. Hier sieht es auch aus. Und noch mehr Boxen. Noch mehr Boxen. Hier stehen, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum es hier rumsteht. Das sind die Platten von unserem Balkon. Ich habe letztens den Balkon, also was heißt letztens? Im Frühjahr habe ich den Balkon mit diesen IKEA-Platten ausgelegt. Ey, die sind echt cool, weil man klebt die einfach bloß zusammen. Recht teuer, muss ich sagen, aber ich dachte mir, scheiße drauf, jetzt musste mal ein bisschen was investieren für den Balkon, damit es auch im Sommer hübsch ist, weil der sah so abgeranzt aus von unseren Vorgängern, dass ich das gesagt habe, mache ich einfach. Vorteil ist, ich kann den Boden einfach wieder mitnehmen, wenn wir ausziehen und in einen anderen Balkon reinpacken. Muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen zuschneiden, aber das ist okay. Ja, genau. Und ansonsten würde ich sagen, mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Ich habe hier noch einen Drucker, noch mehr Stauraum sozusagen. Und ja, ansonsten ist das halt alles, ist das mein Reich, mein kleines Reich. Und ich würde sagen, wir gucken uns gleich nochmal den Rechner an. Ja, und hier haben wir es halt, hier ist der Rechner. Das ist quasi mein Spiel-PC, Aufnahme, Streaming, hast nicht gedöns Rechner. Mit meiner ersten eigenen Wasserkühlung. Oh, das ist ganz schön dreckig, das Ding hier. Müsste ich mal sauber machen. Eigene, selbstgebaute Wasserkühlung, also quasi die Hardpipes selber gemacht. Das erste Mal fand ich cool, dass es funktioniert hat. Naja, Kabellage, wie man sieht, braucht man ein wenig mehr für so ein Audio-Stream-Setup etc. Das war mal richtig gut hinterlegt.
Aber es hat halt nicht funktioniert. Naja, und dann oben noch mein NAS, wo alle Daten drauf gespeichert werden. Und jetzt geht auch der Akku der Kamera aus. Deswegen würde ich sagen, wir beenden erstmal die Führung. Hallo, seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Ja, das war die Roomtour. Das war halt mein kleines Reich. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt das doch ja gerne in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Art von Video gefallen hat. Ist ja mal was anderes als immer die Windschild-Story-Videos. So habt ihr mal gesehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten lasst einfach einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat. Und natürlich lasst ihr auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise im nächsten Stream zum Mittwoch, der ja dann nächste Woche ist, eventuell. Ach, ich weiß gar nicht, wann das Video herauskommt. Wir werden sehen. Wir sehen uns einfach noch beim nächsten Mal. Und von daher sage ich mal, vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützen, denn das hier ist größtenteils nicht ohne eure Unterstützung möglich. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal dafür und vielen Dank, dass ich solche Videos machen kann, beziehungsweise meine anderen Videos, weil ihr seid ja die, die das gucken und wenn es keinen gibt, der das guckt, ist es Quatsch, dass ich solche Videos mache. Von daher vielen, vielen Dank, meine Lieben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss.